In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man eine einfache Schaltung mit Hilfe der Knotenspannungsanalyse berechnet. Dazu soll mal dieses einfache Beispiel hier dienen. Bevor man sich jetzt an so ein neues Berechnungsverfahren ranwagt, ist es nicht schlecht, sich erstmal zu überlegen, wie man so diese Schaltung berechnen würde. Das, was ja hier gesucht ist, ist erstmal diese Gesamtspannung, die nenne ich mal UQ, da gleich als Zeiger, und dann eben die Teilspannung und die Teilströme. Um jetzt vielleicht erstmal die Gesamtspannung zu berechnen, müsste man sowas wie den komplexen Gesamtwiderstand, die Gesamtimpedanz dieser Schaltung ausrechnen. Die würde sich zusammensetzen aus der Parallelschaltung dieser beiden Zweige. Hier kann man den Gesamtwiderstand einfach ausrechnen, R1 plus R2. Und auf der anderen Seite würden wir diese Induktivität schreiben als eine Impedanz. ZL ist J Omega L in Reihe zu dem R3, diese beiden Zweige parallel, würde die Gesamtimpedanz ergeben und die Gesamtimpedanz mal diesen Strom hier als Zeiger geschrieben, den Quellstrom, und der Quellstrom als Zeiger, das wären einfach 1 Ampere, weil ja keine Phasenverschiebung da ist. Das würde diese Gesamtspannung ergeben und dann könnte man mit der Spannungsteilerregel einfach diese Teilspannung hier ausrechnen, U1, U2 über den Widerstand U2 und UL. Ich zeichne die jetzt mal in verschiedenen Farben hier hin, weil ich gleich nochmal ein Zeigerbild mit denen zeichnen möchte, und die Spannung U3. Und wenn man dann diese Spannung hätte, dann könnte man natürlich auch die Ströme ausrechnen, die hier jeweils durch diese Teile fließen, also den Strom I1-2 und den Strom IL3. So, und das könnte man sich jetzt nochmal als Probe ein bisschen in ein Zeigerbild reinmalen und sich eben überlegen, ohne das jetzt zu rechnen, weiß ich natürlich, was hier als Lösung rauskommen sollte, und es sollte als Lösung rauskommen, UQ sind 8 Volt plus J 4 Volt. Das ist die Gesamtspannung. Und die versuche ich jetzt mal hier so ein bisschen in so ein Kästchenpapier reinzumalen. Also ich fange mal hier an und nehme immer zwei Kästchen als 1 Volt. Also hier wäre 1 Volt, 2 Volt, 3 Volt, 4 Volt, 5 Volt, 6 Volt, 7 Volt, 8 Volt. Und nochmal 4 hoch, 1, 2, 3, 4 nach oben, dann sollte das die Gesamtspannung UQ sein im Zeigerbild. So, und diese Gesamtspannung teilt sich natürlich auf in diese beiden Teilspannungen. Und weil diese Widerstände gleich groß sind, beide 10 Ohm, kommt da natürlich auch ziemlich genau die Hälfte bei raus. Also die eine Spannung geht bis hier, das ist die Spannung U1. Und die zweite Spannung ist eben genauso lang, zeigt in die gleiche Richtung, weil die ja beide vom gleichen Strom durchflossen werden. Das ist die Spannung U2. Die zeigen beide in die gleiche Richtung, beide Spannungen zusammen ergeben die Gesamtspannung. Das zeigt sich auch in dem Zeigerbild. So, und hier drüben muss man jetzt mal noch so ein bisschen sich eine Nebenskizze überlegen und sagen, wenn das in schwarz eingezeichnet der Strom ist, der hier fließt, dass wir das IL3 sein, dann zeigt die Spannung über diesen Widerstand in die gleiche Richtung, weil da gilt ja einfach U ist R mal I, da gibt es keine Phasenverschiebung, also das ist U3. Und die Spannung durch die Induktivität aufgrund dieses J ist hier, U ist J Omega L mal I, hat einen 90 Grad Phasenwinkel, also das ist das UL. Und diese beiden Spannungen zusammen, UL und U3, deswegen zeichne ich das U3 jetzt nochmal hier so ein bisschen dran, die müssen natürlich auch zusammen wieder die Gesamtspannung UQ ergeben. So, und das müssen wir jetzt irgendwie so ein bisschen in das Zeigerbild übertragen und uns noch überlegen, wie lang diese Spannungen jeweils sind. Und dazu müsste man mal wirklich das Omega L ausrechnen. Das Omega kann man ja ausrechnen, das ist 2 mal Pi mal F. Und F ist 50 Hertz, 2 mal 50 sind 100 und Pi sind 3,14, also kommt da 314 1 durch Sekunde raus. Und wenn man dann das
Omega mit dem L verrechnet, und das ist natürlich hier so ein konstruiertes Beispiel, dann kommen da halt 10 Ohm raus, sodass der Widerstand und dieser Blindwiderstand oder der Betrag der Impedanz genau gleich groß sind, sodass, wenn durch diese beiden der gleiche Strom fließt, natürlich auch da die gleiche Spannung abfällt, sodass diese beiden Spannungen eben natürlich senkrecht aufeinander stehen, aber auch gleich lang sind. So, und dieses Zeigerbild muss man jetzt natürlich so ein bisschen gedreht hier irgendwie in dieses Zeigerbild übertragen. Und dann kann man sich überlegen, dass das genau dann passt, wenn diese Spannung hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach oben und 2 nach hier geht. So. Nein, halt hier lang. So. Also das ist die eine Spannung. Das ist die Spannung UL. Und die Spannung U3 geht eben 6 zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 2 nach unten. Und dann kommen wir wieder hier raus. Und dann ist das die andere Spannung. Das ist die Spannung U3. So, und auch diese beiden Spannungen ergeben eben zusammen wieder die Gesamtspannung und stehen, so wie das so sein sollte, aufgrund dieses J's senkrecht aufeinander. So, und jetzt kann man sich halt so ein bisschen überlegen, naja, wenn diese Spannung hier 8 Volt plus 4 J Volt ist, dann ist eben der Strom, der hier fließt, den schreibe ich jetzt mal hier hin, der Strom I 1, 2 ist dann eben genau das gleiche durch diese 10 Volt, also sind das 0, ja, und jetzt muss man natürlich noch aufpassen, wir brauchen hier nur die halbe Spannung natürlich, also das sind natürlich die Hälfte davon, also 4 Volt plus J 2 Volt, und das geteilt durch diese 10 Ohm ergibt uns den Strom, das sind 0,4 Ampere plus J 0,2 Ampere. So, und genauso kann man sich jetzt auch überlegen, laut unserem Zeigerbild, wie das hier mit der Skizze zusammenpasst, muss das U3 eben 6 Volt lang sein minus J2 Volt. Also das sind 6 Volt minus J2 Volt. Und damit ist der Strom IL3 eben das, was hier oben steht, auch geteilt durch die 10 Volt, also 0,6 Ampere minus J 0,2 Ampere. Wenn man jetzt noch mal eine kleine Probe macht und sagt, dieser Strom mal das J Omega L, dann muss diese Spannung da rauskommen. Kann man halt machen, also 0,6 Ampere mal J mal 10 Ohm macht J 0,6 Ampere, das ist genau wie das hier hochgeht, und minus J mal J, J mal J ist minus 1, mit dem Minus macht das ein Plus 1, und dann halt ja 2 Volt in diese Richtung, so dass das halt passt, auch mit diesem Strom. So, und jetzt ist natürlich laut Knotensatz, sollte sich der Gesamtstrom wieder, wenn das alles stimmt, ergeben aus der Summe dieser beiden Teilströme, also der Strom I12 plus der Strom IL3. Die beiden zusammen sollten wieder IQ ergeben. Kann man eine kleine Probe machen und gucken, IQ, das und das zusammengerechnet, kommt 1 Ampere raus, das und das zusammengerechnet hebt sich genau auf, sodass da IQ gleich 1 Ampere rauskommt und das halt passt. So, also das sollte die Lösung sein für die Ströme, für die Spannung, und das Ganze wollen wir jetzt mit Hilfe der Knotenspannungsanalyse ausrechnen. Dafür nehme ich jetzt nochmal rot, damit man es ganz gut sieht, und der erste Schritt, den wir machen, ist, wir legen einen Bezugsknoten fest, den gibt es hier unten schon mit der Masse, der kriegt die Nummer 0 und die anderen Knoten werden fortlaufend durchnummeriert. Ich fange mal mit dem Knoten hier oben an, der kriegt die Nummer 1, dieser Knoten hier, der kriegt die Nummer 2, und dieser Knoten, das sind unechte Knoten, hier gibt es nicht wirklich eine Stromverzweigung, aber trotzdem eben sozusagen einen Knoten zwischen zwei Elementen, kriegen die Nummer 2 und 3. So, und dann muss man als erstes die sogenannte Knotenadmittanzmatrix aufschreiben, die nennen wir nachher Y, und die hat eben so viele Zeilen und Spalten, wie es Knoten gibt, und zwar Knoten mit Nummern. Es gibt keine nullte Zeile, keine nullte Spalte.
Also hat diese Matrix drei Zeilen und drei Spalten. Und jetzt sagt die Regel, auf der Hauptdiagonale stehen immer die Leitwerte, die Admittanzen, die an den jeweiligen Knoten angeschlossen sind. Hier oben ist der Knoten 1, am Knoten 1 angeschlossen ist der Widerstand R1 und die Induktivität L. Und da steht jetzt eben die Admittanz, was das ist, schreibe ich gleich noch auf, von dem Widerstand 1 und die Admittanz von der Induktivität L, die ist komplex, deswegen kriegt den Strich drunter. Am zweiten Knoten haben wir ja 1 und R2 angeschlossen, deswegen steht da Y1 plus Y2 und am dritten Knoten haben wir wieder YL angeschlossen und Y3. Das war die Regel für die Hauptdiagonale. Auf den Nebendiagonalen stehen immer die Koppelleitwerte zwischen zwei Knoten und zwar mit negativen Vorzeichen. Und zum Beispiel zwischen Knoten 1 und 2 ist der Widerstand R1, also die Admittanz Y1. Und deshalb in der ersten Zeile, zweiten Spalte, steht dann hier ein Minus Y1. Und genauso in der ersten Spalte und zweiten Zeile, die 2 ist nicht so schön gelungen, die schreibe ich mal so ein bisschen drunter, da steht auch ein Minus Y1. Dann haben wir noch die zwischen dem Knoten 1 und dem Knoten 3 haben wir das Minus YL, also in der ersten Zeile dritten Spalte ein Minus YL und in der ersten Spalte dritten Zeile ein Minus YL. Und dann können wir schauen, zwischen Knoten 2 und 3 ist nichts angeschlossen, deshalb ist in der zweiten Zeile dritten Spalte, dritte Zeile, zweite Spalte eine 0. So, und diese Admittanzen, das Y1 ist einfach 1 durch R1, das Y2 ist einfach 1 durch R2, das Y3 ist einfach 1 durch R3 und das YL ist einfach 1 durch J Omega L, der Kehrwert der Impedanz, die schon hier drüben stand. Und warum schreibt man da jetzt eben nicht diese Brüche direkt rein? Naja, weil es so ein bisschen handlicher ist, wenn man hier die Leitwerte, die Admittanzen reinschreibt und nicht diese Brüche. So, und dann kann man mit dieser Knotenadmittanzmatrix ein Gleichungssystem aufschreiben und in diesem Gleichungssystem tauchen dann die Knotenspannungen auf. Die schreibe ich mal so hin. Die Knotenspannung 1, die Knotenspannung 2 und die Knotenspannung 3 als ein Spaltenvektor. Und die ergeben sich aus dem inversen dieser Y-Matrix mal den Vektor der Quellströme. Und in dem Vektor der Quellströme, das ist die dritte Regel, die man wissen muss, da stecken die Quellen drin. Und zwar immer mit einem positiven Vorzeichen bei der Knotennummer, wo sie drauf zufließen und mit einem negativen Vorzeichen bei der Knotennummer, von dem sie abfließen. Und diese eine Quelle, die wir haben, fließt auf den Knoten 1 zu. Deswegen steht hier ein Plus, ich schreibe es mal extra rein, ein Plus IQ. Am Knoten 2 ist keine Quelle angeschlossen, deswegen steht da eine 0. Am Knoten 3 ist auch keine Quelle angeschlossen, deswegen steht in der ersten, zweiten und dritten Zeile dieses Vektors jeweils eine 0. Und diese Quelle fließt ja vom Knoten 0 weg. Der Knoten 0, der taucht ja aber nicht auf, weil es gibt eben keine nullte Zeile. So, und damit haben wir jetzt im Endeffekt dieses elektrotechnische Problem in ein mathematisches Problem überführt. Also wir haben eine Matrix aufgeschrieben. Da können wir jetzt natürlich einfach diese Zahlenwerte hier einsetzen. Diese Matrix invertieren, das lässt man natürlich einen Computer machen. Diese Matrix mit diesem Vektor multiplizieren, das lässt man natürlich auch einen Computer machen. Und dann kommen diese ominösen Knotenspannungen hier raus, die natürlich auch komplex sind. Und die zeichne ich jetzt mal noch in irgendwie besonders dick hier rein. Jetzt einfach über alles hier quer drüber. Und das sind diese Knotenspannungen sind einfach die Spannungen von dem Knoten zum Bezugsknoten. Also das wäre die Knotenspannung 1. Vom Knoten 2 zum Bezugsknoten, das wäre die Knotenspannung 2. Und vom Knoten 3 zum Bezugsknoten hier runter, das wäre die Knotenspannung Nummer 3. Das sind die Spannungen, die man ausrechnet. Sind das die Spannungen, die man haben will? Naja, so semi. Eigentlich möchte man ja gerne diese Zweigspannung hier haben und eigentlich möchten wir gerne mal noch diese Zweigströme haben. Und deshalb schließt man häufig noch so einen Schritt an und sagt,
Wir würden gerne wieder diese Zweigspannung haben, die wir vorher schon hatten, U1, U2, UL und U3. Und auch die kann man mit einer kleinen Matrixgleichung wieder ausrechnen. Und was man dazu braucht, ist die sogenannte Inzidenzmatrix. Die hat halt genauso viel Zeilen, wie wir Zweigspannung haben, also 4, und genauso viel Spalten, wie wir Knotenspannung haben, nämlich 3. Und da rechnet man jetzt eben noch unsere Knotenspannung dran. U-Knoten 1, U-Knoten 2, U-Knoten 3. Und in dieser Inzidenzmatrix, diese Inzidenzmatrix kriegt auch gerne mal den Namen B, die B-Matrix. Da stehen jetzt immer nur Nullen und Einsen und Minus Einsen drin. Und zwar immer eine 1 an der Stelle, wo die Spannung sozusagen anfängt an dem Knoten, und eine Minus 1 da, wo die Spannung aufhört. Oder also eine 1 da, wo der Pfeil anfängt, und eine Minus 1 da, wo der Pfeil aufhört. Also zum Beispiel die Spannung U1, die fängt ja an am Knoten 1. Deswegen steht dann 1 in der ersten Spalte und hört auf am Knoten 2. Deswegen steht dann minus 1 und hinten steht einfach eine 0. Die Zweigspannung 2 fängt an am Knoten 2. Deswegen steht da eine 1 und hört auf an der 0. Die 0 gibt es nicht, gibt keine nullte Spalte. Die Spannung UL fängt an bei 1, hört auf bei 3. Also steht hier 1, 0, minus 1. Und die letzte Teilspannung fängt an bei 3 und hat mit 2 und 1 gar nichts zu tun. Und mit Hilfe dieser Inzidenzmatrix, die, wie man sieht, auch relativ schnell aufzustellen ist, kann man dann aus den Knotenspannungen die Zweigspannung ausrechnen. Und dann möchte man, ich mache mal einen kleinen Strich hier hin als Trennung, dann möchte man ja gerne immer noch die Zweigströme haben. Und das wären jetzt eben tatsächlich die Ströme I1. Das sind natürlich auch alles Zeiger, die bräuchten auch einen Strich drunter. Den Strom I2, wobei die natürlich in diesem Fall hier gleich sind. Den Strom IL und den Strom I3, die jeweils hier unten auch wieder gleich sind. Aber das muss ja im Allgemeinfall nicht so sein. Und die kann man jetzt auch wieder ausrechnen aus einer Matrix, die nennt man Zweigadmittanzmatrix. Das ist auch eine 4x4-Matrix. Die hat eben so viele Zeilen und Spalten, wie es Zweigströme und Zweigspannungen gibt. Und was hinten dran multipliziert wird, sind genau diese Zweigspannungen, die wir vorher ausgerechnet haben. Also das U1, das U2, das UL und das U3. Und das, was hier drin steht, ist dann ja, diese Zweigadmittanzen in Zweigen, also das Y1, das Y2, das YL und das Y3. YL mache ich mal noch einen Strich drunter, und der Rest sind einfach Nullen in dieser Matrix. Und damit kann man dann aus den Zweigspannungen noch die Zweigströme ausrechnen, und damit ist man schlussendlich fertig. Das werde ich jetzt noch mal in einem zweiten Video zeigen, wie man das in MATLAB oder in Octave macht, weil das macht man eben, wie gesagt, nicht von Hand. Die Idee ist, wie gesagt, dass elektrotechnische Probleme zu überführen auf ein mathematisches Problem und dann das mathematische Problem mit mathematischer Software wie Octave oder wie MATLAB zu lösen.